Heute geht es zu einem verlassenen Hotel. Hier ist auch schon der Eingang. Ein verlassenes Berghotel, schon Ewigkeiten verlassen und auch schon richtig bekannt. Eines der bekanntesten Places hier in der Region, wenn nicht sogar Deutschlands. Aber für mich wird es auch mal Zeit, dort vorbeizuschauen. Und genau das mache ich jetzt. Aufgrund eines Großbrandes ist das Ganze schon fast 30 Jahre verlassen. Man wollte das Ganze renovieren, man hat damit angefangen, es zu renovieren, aber dann hat man damit abgebrochen mit den Renovierungsarbeiten. Das heißt, man sieht auch stellenweise Brandspuren und teilweise sieht es noch relativ gut aus. Die Frage ist, ob man aufgrund des Brandes überhaupt nach oben kommt, weil die Treppe ist eingestürzt. Ein altes Klavier direkt im Eingang. Ein Holzklavier. Tasten kann man schon rausnehmen. Man hat einen direkten Blick auf die Landstraße hier. Aber eigentlich ist man relativ ungesehen, wenn man erstmal drin ist zumindest. Also das war der Eingangsbereich und dann war hier wohl die Rezeption direkt auch. Eisenach, Lutherhaus Eisenach. Das ist weit entfernt von hier, also das hat nichts damit zu tun. Alles vermüllt hier, viele Papierkartons. Ein Bild von einem Wolf. Ja, zugemacht, damit keiner reinkommt, von dort auch. Hier ist noch ein Bild, wie das mal ausgesehen hat. Das muss mal sehr schön gewesen sein. So von außen, so von innen. Und jetzt sieht es so aus. Das sieht sogar noch relativ schön aus hier. Auch wenn die Stühle schon grün sind, von Schimmel. Hier eine alte Milchkanne. Hier ist noch eine Speisekarte. Deftiges aus deutschen Landen. Ach, die Preise stehen gar nicht mehr dran. Die mussten noch eingetragen werden. Terrine Nudelsuppe, D-Mark. Aber kein Preis. Der Blick auf die Landstraße. An die Ortschaft drumherum. Man sieht die Kabel, die wir waren hier am Werk. Da wurde ein Kabel rausgerissen aus der Decke. Sicherheitsregeln für Küchen. Eine Zeitung von 5. Januar 1994. Schüler muss für faul zahlen. Was sind das denn noch für alte Briefumschläge? Der Kaffee, der es gut mit Ihnen meint. Kaffeehaar. Oh. Der Grund für die Schließung des Hotels war ein Brand. Und das war, glaube ich, sogar genau in diesem Bereich. Hier ist nämlich alles schwarz. Aber die haben das teilweise dann wieder renoviert. Aber die Renovierungsarbeiten abgebrochen. Das heißt, man wird teilweise Brandspuren sehen. Die Treppe ist schon runtergestürzt. Man sieht, dass es hier auch schwarz ist. Hier war der Speisesaal. Und hier hat es auch drin gebrannt. Hier sieht man das an der Decke noch so ein bisschen. Aber hier ist es vielleicht renoviert worden wieder. Wir dürfen mit der Taschenlampe natürlich nicht am Fenster leuchten. Das ist zu auffällig. Die Preise wurden hier auch nicht eingetragen. Korn, Doppelkorn, kein Preis. Bourbon, kein Preis. Die waren gerade dabei, die Speisekarte auszudrucken hier. Hier stehen die Preise dran. Und dann wollten sie es wohl auf die Zettel hier schreiben. Von dem Ausgedruckten her. Hier haben sie die Preise gerade neu bestimmt. Kurz bevor das Feuer ausgebrochen ist wahrscheinlich. Und dann wollten sie alles hier auf diese Karten eintragen für die Gäste. Und die Aushändigen. Aber dazu kam es nie, weil es gebrannt hat. Wisst ihr was? Man lebt nur einmal. Und deswegen gehe ich da jetzt rauf. Aber mach das nicht nach. Das Brett haben sie hier extra gelegt, dass du da rüber gehen kannst. Aber wenn das durchbricht, oh, dann liegst du unten. Das Treppengeländer schon völlig am Wackeln. Das ist alles überhaupt nicht stabil. Auch hier kannst du dich nicht festhalten. Das ist schon lose. Entweder es geht gut oder es geht nicht gut. Das liegt ja auch nur hier so völlig lose drauf. Das ist doch lebensmüde. Wenn ich wüsste, dass das stabil ist, dann würde ich da einfach drauf springen. Aber es würde dann einstürzen. Es muss doch einen anderen Eingang noch geben. Da sind auch noch Gebäude. Da muss es doch irgendwie noch einen anderen Eingang geben. Sieht überhaupt gar nicht aus wie ein Hotel von der Seite. Fenster haben sie alle dicht gemacht. Hier ist eine offene Tür. Hier ist schon mal eine Badewanne, eine Dusche. Viel Müll hier. Das ist der Gang zu den Hotelzimmern. Hier ist auch schon der erste Raum. Der Boden hier ist nicht gerade, aber ich glaube, das war damals auch schon so. Weil man fühlt hier drunter, dass da ein Hügel ist. Das war ein Doppelbett.
Die ganzen Klamotten liegen hier sogar noch. Nee, sind alles Gardinen. Klamotten eher nicht. Wünschen dir Hanni und Dirk. Was denn? Herzlichen Glückwunsch zum 18. nachträglich. Das war die Tür zur Toilette. Ja, da hinten eine Dusche. Es war schon recht kleiner Raum eigentlich. Da liegen noch Prospekte rum, Flugreview. Und das noch so gut erhalten. Russische Bomber von 1993. 7 D-Mark. Weil hier nichts feucht geworden ist in diesen Schränken. Ist das auch so gut erhalten, diese Prospekte. Magnesiumtabletten. Und es sieht so aus, als ob da noch welche drin sind. Genau, ja. Jetzt stehe ich genau über dieser kaputten Treppe. Tja, gut, dass ich da nicht raufgegangen bin. Das hätte böse enden können. Gut, dass ich nochmal ums Gebäude gegangen bin. Das sollte jeder so machen. Ja, hier sieht man wieder so ein paar Brandspuren. Auch an der Tür. Und wenn man dran riecht, dann riecht man auch so ein bisschen noch das Feuer. Das teuerste Zimmer von allen, weil du hier den super Überblick hattest mit der Terrasse. Also das muss ein geiles Zimmer gewesen sein. Hier ist so ein komischer Geruch drin und es ist nicht der Feuergeruch. Warum liegt hier Stroh? Das ist schon wieder ein ganz anderes Zimmer. Hier, das ist ein ganz anderes Bett, war ein Einzelbettzimmer. Das ist nicht so schön wie das davor. Das ist eine sichere Treppe. Wird sicherlich auch ein bisschen knatschen, aber die wird noch halten. Aber Vorsicht sollte man immer nehmen. Reisekoffer. Hier hat jemand ein Gedicht aufgeschrieben. War das eine Hausaufgabe? Das ist ein Geschichtsheft von einer Siebklässlerin. Die hat hier Gedichte reingeschrieben. Bilder gemalt. Das ganze Heft ist voll mit Gedichten. Hier hat sie wieder einen Comic gemalt. Das habe ich früher als Kind auch immer gemacht. Aber im Unterricht natürlich. Früher habe ich immer ganz gerne Star Wars Comics selber gemalt. War als Kind immer ein großer Star Wars Fan gewesen. Habe auch die Lego Figuren gerne gesammelt. Viel gern Star Wars Lego gebaut. Ja, und eben gern Star Wars Comics gemalt im Unterricht. Das ist jetzt auch so ein Gästezimmer hier oben auf dem Dachboden. Also frage ich mich bei allem generell, weil hier die ganzen Sachen liegen. Ist ja seltsam, so auf dem Dachboden hier ein Zimmer zu haben. Also ich komme hier gerade so noch durch, aber ein 1,90 Meter Typ würde hier nicht durchpassen. Oben liegen einige interessante Sachen eigentlich rum, wenn man sich alle mal, wenn man mehr Zeit hat, durchlesen könnte. Dann sitzt man hier noch eine Woche fest, wenn man alles durchlesen will und alles angucken will. Man muss immer abschätzen, was das Interessanteste für die Zuschauer und was nicht. Ein alter Receiver noch. Ich kann sehr empfehlen, den Typ, der da gerade im Spiegel zu sehen ist, den zu abonnieren. Hier ist doch irgendwas Eingelegtes drin. Guten Appetit, sonnengereifte köstliche Köstlichkeiten. Es gibt hier noch einige Gebäude drumherum, die auch zum Areal gehören. Aber mit den Hotelzimmern sind wir tatsächlich durch. Perfekt, wieder offener Eingang. Löslicher Kaffee. Schon schwarz. Hier war irgendeine Soße, die stinkt auch. Hier waren auch so eine Brühwürfel. Majoran geriebelt. Zitronensäure. Spülmittel. Wieso ist denn der Kalender von 2019? Alles Liebe und ein Hund drauf im Schnee. Ein süßer Hund. Liebe Grüße, viel Glück. Überall Hunde drauf. Auch hier Hundekarten. Frohe Weihnachten von einem Hund. Vielleicht aus dem Urlaub hat man diese Karten dann verschickt. Vor den Hundebildern. Was für eine gruselige Puppe hier. Rangordnung auf Toiletten. Für Arbeiter so, für Angestellte so. Für höhere Angestellte so und für Klugscheißer so. Spielkarten oder was ist das? Billardzimmer, Eingangshalle, Musikzimmer, was soll das sein? Hat jemand eine Ahnung? Hier steht hinten drauf Cluedo, das muss doch irgendein Gesellschaftsspiel sein. Hier liegen noch Streckenteile von der Carrera-Bahn rum, aber ich sehe hier keine Autos. Da kommen Kindheitserinnerungen drauf. Als Kind bin ich gerne Carrera-Bahn gefahren. Ein Raum mit ganz viel Schwarzschimmel. Nicht gesund für die Lunge. Und das stinkt auch fürchterlich. Aktuelle Virendatenbank von AVG.
Vielleicht wurde dieses Haus hier noch ein bisschen länger genutzt. Nach dem Brand, weil hier hat es ja nicht drin gebrannt. Weiß doch überhaupt gar nicht, was für eine Rolle dieses Haus hier gespielt hat. So richtig erklären kann ich mir das nicht. Es sieht eher aus wie so ein Privathaus, so hier Küchenbereich. Und dann war hier noch ein Sofa in der Küche. Und dann hattest du hier deine Wohnzimmer. Aber für Hotelgäste war das bestimmt nicht. Draußen steht wieder ein Kühlschrank. Ein riesengroßer Kühlschrank. Da sind noch ein paar Sachen drin. Nachdem ich die Dose geöffnet habe, gerade eben reicht es mir aber auch an Gerüchen. Und haufenweise Müll hier. Ein Wohnwagen steht hier auch noch auf dem Gelände. Fußball von Jaco. Sehr wackelig, das Ding. Badezimmer hier. Und hier der Schlafraum. Teller noch drin. Wissen für PC-Senioren. Okay, dann werden hier wahrscheinlich wohl Senioren mitgefahren sein. Norza Digna, Mare di Archeologia. Das sieht ja sehr schön hier aus. Isola di Budelli, La Spiga Rosa. Wo ist denn das? Ist doch in Spanien. Draußen hängen noch Pflaumen. Aber die sehen nicht so zum Essen aus. Noch nicht reif. So, ich habe jetzt alles mir angeguckt hier und muss sagen, es haut mich nicht so um, wie andere es mir gesagt haben. Ich habe einfach schon zu viel gesehen, damit mich das jetzt hier umhaut. Es war sehr vermüllt und ja, kann man mitnehmen, kann man ein Video draus machen. Für die Zuschauer spannend, für mich, naja, geht so durchschnittlich. Aber nicht ein Ort, den ich ein zweites Mal besuchen würde. Aber trotzdem, es ist ein neuer Lost Place für mich gewesen und ich hatte mir lange vorgenommen, ihn mir anzugucken. Und bereuen tue ich es nicht. Was interessant an diesem Ort ist, ist, dass man gucken konnte, wie es damals hier aussah. Die Bilder lagen ja direkt wie auf dem Präsentierteller da zum Angucken. Und so konnte man das super vergleichen vor Ort, wie das mal ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.